die Chance, in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Und vielen Dank, dass Sie nicht im Biergarten sind. Ich verspreche auch, ich werde mich bemühen, nicht zu überziehen, damit Sie das noch nachholen können nachher. Danke für die Einleitung. Das Thema heute völlig utopisch. Und Sie haben ja in den letzten beiden Rechtsvorlesungen, ich habe neidvoll gesehen, wer hier schon sprechen durfte, als ich leider nicht zuhören konnte, haben Sie ja schon viel über Utopien gehört, die schon da waren. Und da ging es dann ja eben eher um die Theorie hinter der Utopie, das Konzept und was Leute sich alles so gedacht haben. Und ich nehme Sie tatsächlich heute mit auf eine Weltreise und möchte Ihnen die eine oder andere Utopie vorstellen. Das, was Sie hier sehen, Beispiele einer besseren Welt, die sind auch als Buch erschienen. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber zuallererst möchte ich Ihnen ein Bild zeigen, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Bitte seien Sie jetzt neidisch. Da war ich nämlich im Norden Madagaskars, in einer wunderschönen Bucht, nördlich einer Stadt, die Antsiranana heißt, oder Diego Suarez. Und das ist also wirklich eine perfekte Idylle im Indischen Ozean. Ein ganz großer, natürlicher Hafen, so halbsichelförmig, mit einer geheimnisvollen Karstinsel in der Mitte. Und wenn ich sage geheimnisvoll, dann meine ich das auch so, diese Insel ist Fadi. Fadi, das sagt der Madagasse, zu Orten, die heilig sind. Und tatsächlich haben ja also viele der Fischer dort versichert, sie hätten diese Insel noch nie betreten. Und in der Nacht würde man seltsame Geräusche von dort manchmal hören. Die habe ich nicht gehört. Aber ich habe mir das alles im Detail angeschaut. Warum? Weil noch viel geheimnisvoller als diese Insel die Küste selber ist und die Geschichte dieser Küste. Es ist nämlich so, dass wenn man den Überlieferungen glauben darf, im 17. Jahrhundert genau hier an diesem schönen Ort die Piratenrepublik Libertalia gegründet wurde. Und zwar von einem Kapitän, der hieß James Misson, oder später auch eingeenglischt, James Mission. Und der hat bei der französischen Marine ein Schiff befehligt, die Victoire, und hat dann Rom besucht und war so erbost über den Reichtum der Kurie dort, dass er sich überworfen hat mit allem, was mit Religion zu tun hatte, was mit weltlicher Macht zu tun hatte. Und dann hat er seine 200-köpfige Besatzung angesprochen und gesagt, pass mal auf, wollen wir nicht unser eigenes Ding machen? Und die haben gejubelt und sind mit ihm losgesegelt in diese Richtung. Das wussten die am Anfang noch gar nicht, aber was sie wussten, war, dass sie sich eigene Regeln aufstellen wollten an Bord der Victoire. Sie hissten die weiße Flagge und nicht etwa die Totenkopfflagge. Alles an Bord, alles was erbeutet wurde, war Gemeineigentum, es wurde zu gleichen Teilen verteilt, auch der Kapitän hat nicht mehr bekommen. Es gab Schwarze und Weiße an Bord dieses Schiffes, auch mit gleichen Rechten. Und es wurden einige Schiffe überfallen, an denen Sklaven an Bord waren und auch diese Sklaven wurden befreit und die Schiffe haben sich dann wegen dieser Fahrt angeschlossen. Und da war schon klar, das wird jetzt keine ganz normale Piratenkaperfahrt, sondern man hatte ein Ziel vor Augen und hier hat man das dann eben verwirklicht. Libertalia, das war eben eine Piratenrepublik, in der die Leute auch ihre Nationalität aufgegeben haben. Sie waren dann Iberi, nicht mehr Franzosen oder Engländer. Sie hatten ihre eigene Sprache, sodass man miteinander reden konnte, so eine Art Kreol. Und die Regeln waren hier in der Bucht, kein Zaun wird um die Ländereien gezogen, Vieh und Gold gehört eben auch allen zu gleichen Teilen. Jeder hat eine Stimme, das meiste wurde in der großen Versammlung entschieden. Es gab aber auch eine Wahl, eine Vertretung sozusagen, so wie wir das heute ganz selbstverständlich kennen. Da wurde eine Regierung gewählt und dann hat man gemeinsam gekämpft für die Gerechtigkeit, gegen die Ausbeutung, gegen den Feudalismus. Und nochmal zur Erinnerung, wir sprechen hier vom späten 17. Jahrhundert. Und eine der Grundregeln dieser Piratenrepublik lautete, jeder Mann ist frei geboren. Und das war damals ein Wahlspruch, den sie dann eben versucht haben umzusetzen. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Und damit meine ich nicht diese hübsche Landschaft, sondern eben diese gelebte Piratenrepublik,
Vermutlich schon. Man glaubt heute, dass das Ganze doch nur eine Erfindung war. Die Erfindung eines Schriftstellers, vielleicht von Daniel Defoe, vielleicht auch von jemand anderem. Aber das Interessante ist, dass diese Geschichte so erfolgreich weitererzählt wurde, dass in den Jahrhunderten danach ganz viele solcher Piratenrepubliken tatsächlich gegründet wurden. Und das sagt Ihnen auch etwas aus über die Macht von Utopien, selbst wenn sie vielleicht, so ganz genau kann man es natürlich bis heute nicht sagen, auch wenn sie ganz vielleicht nie Wirklichkeit gewesen sind. Gut, warum erzähle ich Ihnen das alles und warum rede ich von Piraten? Wir sollten ja heute über gelebte Utopien sprechen und keine Angst, Sie sind in der richtigen Ringvorlesung. Also es geht um gelebte Utopien, eben dieses Beispiel Libertalia natürlich als Beispiel für eine gelebte Utopie, aber auch ein bisschen als ein Beispiel dafür, dass Sie Utopien wirklich überall da finden können, wo Sie sie nun wirklich nicht vermuten. Und vielleicht das Allerwichtigste, es reicht oft noch eine einzige wirklich gute Idee und dann eine Handvoll Leute, die bereit sind, diese Idee umzusetzen. So hat sich, das ist jetzt ein ganz zeitgenössisches Bild von Libertalia, so hat man sich das vorzustellen. Schauen Sie noch mal kurz hin und dann gehen wir in die Realität von heute. Das ist eben unsere Welt, wie sie heute aussieht. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, ein Buch fertigzustellen, was im Herbst erscheint, in dem es um Mauern und um Grenzzäune gehen wird, eben wie hier an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Und diese Mauer steht exemplarisch eben dafür, dass sich Menschen im Moment einmauern, sich abschotten, andere ausschließen. Wir sehen, dass Ungleichheit sich manifestiert, dass Reiche ihren Reichtum schützen, damit Arme nicht da rankommen. Genau das wird mit den Mauern im großen Stil gemacht, eben zwischen Staaten, aber natürlich auch im kleinen Stil, wenn man daran denkt, wie sich beispielsweise ganze Stadtviertel inzwischen mit Mauern umgeben, gerade in Entwicklungsländern, in Afrika habe ich so viel gesehen, um sich eben vor den anderen, die weniger haben als man selbst, zu schützen. Als ich in den 90er Jahren politisch aktiv geworden bin, da haben wir nicht über Utopien gesprochen, sondern über Pragmatismus. End of History war das, das hieß eben auch End of Utopia. Wir haben darüber nachgedacht, wie kann man möglichst effizient und mit breiter Unterstützung zum Beispiel den Umweltschutz verbessern. Verbote wurden ersetzt durch ökonomische Anreizmodelle. Die großen Pläne, etwa von der Abschaffung der Armut, der Gleichheit, der Gesellschaft, dem Ende von Hierarchien, die waren erstmal kein Thema mehr. Und das ist heute anders, vielleicht auch, weil viele von Ihnen und viele, nicht nur junge Menschen, sich fragen, was hat uns dieser Pragmatismus eigentlich gebracht? Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, vom Job bis zum Privatleben, bis zur Kindererziehung. Und wenn man ehrlich ist, dann ist es eben nicht viel. Und das ist einer der Hauptgründe, warum die Dystopien zurück sind und die starken Männer, warum wir wieder diesen Mauerbau haben und das auch zur Orientierung seit Ende des Kalten Kriegs sind mehr als 70 neue Mauern gebaut worden weltweit. Und 2018 ist eben auch das neue 1984, das heißt, wir haben nicht nur Mauern, wir haben auch die totale Kameraüberwachung und digitale Überwachung in China, das Einpflegen des Verhaltens in riesige Datenbanken. Wir haben Flüchtlinge, die in Afrika im Auftrag der EU in irgendwelche Folterkeller dubioser libyscher Behörden gesperrt werden. Hauptsache, sie kommen nicht hierher. Und stattdessen wird im reichen Teil der Welt über Konsum und über Lebensfreude gesprochen. Also wir haben Dystopien auf der einen Seite. Es ist eine düstere Zeit, aber das Interessante ist ja, dass auf der anderen Seite genau diese Ausgangslage auch die Basis ist für neue Utopien und für neue Ideen. 2018 ist eben auch ein Experimentierlabor für diese ganzen neuen Ideen, für neue Lebensweisen und für neue Libertalias. Und in den 70ern gab es einen Spruch, den meine Eltern häufiger erwähnt haben, das Private ist politisch. Also das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so ausdrücken, außer man steht kurz vor der Rente. Aber tatsächlich ist es ja so,
dass das Privatleben wieder in den Vordergrund rutscht und politische Wirkungen hat. So, und darum geht es heute Abend. Es geht um die Frage, reden wir nur über Utopien oder machen wir eben auch Utopien? Und das ist das, was die Menschen gemacht haben, die wir beobachtet haben, utopisch voll, aber besser eben voll utopisch. Ilya Trojanow, der das Vorwort zu unserem Buch geschrieben hat, völlig utopisch, der hat gesagt, Epochen geistiger Blüte brachten immer eine Hochkonjunktur an Utopien hervor. Denken Sie an Griechenland, an die Renaissance, an die Industrialisierung. Und vielleicht sind wir ja heute auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, eben auch in einer solchen Epoche geistiger Blüte. Also, schauen wir mal, bevor ich Sie jetzt mitnehme auf diese Weltreise, jenseits von Libertalia, vielleicht nochmal eine kurze Frage, die ich Ihnen vorab beantworten will. Wie komme ich eigentlich dazu, Ihnen von Utopien in der Welt zu erzählen? Frau Inger hat das schon erwähnt. Also zum einen bin ich selbst ein bisschen Weltreisender auf der Suche nach solchen Utopien. Und zum anderen ist es so, dass vor allem ich zu einem Netzwerk gehöre, das Weltreporter heißt. Und Sie sehen das hier so ein bisschen. Und das ist eigentlich auch selbst eine kleine Utopie. Wir sind alles freie Journalisten, die im Ausland arbeiten. Und Sie wissen vielleicht, wenn Sie schon mal journalistisch gearbeitet haben oder wenn Sie Journalisten kennen, Journalismus ist heute eher eine prekäre Branche geworden, vor allem für die, die selber schreiben. Und im Ausland sieht das nicht anders aus als im Inland. Und der Versuch, sich sozusagen selbst am Schopf herauszuziehen aus dieser Abhängigkeit von immer weniger Zeitungen und Radiostationen und Agenturen, das ist eigentlich unsere gelebte Utopie. Und da ist es jetzt ja auch keine so abwegige Idee gewesen, dass wir vor inzwischen gut 5-6 Jahren gesagt haben, Utopien, das ist etwas, was uns alle auf der ganzen Welt bewegt, nicht nur uns als Reporter, sondern auch in unserem Berichtsgebiet, eben von Neuseeland bis nach Kanada, ist das eins der wenigen Themen, die wirklich alle Menschen im Moment sehr viel stärker noch als vorher bewegen. Und vor diesem Hintergrund also erklären sich die Geschichten, von denen ich ein paar ausgewählt habe heute, und wir forschen immer noch nach neuen Utopien. Das ist etwas, was tatsächlich nie aufhört. Almost There steht hier am Straßenrand, und da sind wir jetzt in dem Land der Mauern zunächst mal, nämlich in den USA. Meine Kollegin Kerstin Zillen, die hat das fotografiert auf dem Weg in eine Ortschaft, die heißt Slab City. Wenn Sie auf Google Maps gucken, wo Slab City ist, dann werden Sie nichts finden. Warum? Das werden Sie gleich sehen. Das ist nicht wirklich eine Stadt, das ist eher so eine Art Anarchie-Camp bei 45 Grad im Schatten. Durchschnittlich jedenfalls sind das die Sommertemperaturen. Und das erklärt sich aus der Lage. Also es handelt sich um ein ehemaliges Truppenübungsgelände im äußersten Südwesten der Vereinigten Staaten. Gut 4 Stunden Autofahrt südlich von Los Angeles, und benannt ist diese Stadt nach Slabs, das sind diese schweren Betonplatten, mit denen dieses Truppenübungsgelände eben damals ausgelegt wurde. Und dann hat die Armee das zurückgelassen, weil es ihr zu heiß und zu unwirtlich geworden ist. Und dann kam ein Camper nach dem anderen und hat diesen Platz besetzt. Und wenn Sie da ankommen, dann haben Sie so ein kleines Häuschen, Welcome. Und dieses Welcome, das täuscht, um das kurz zusammenzufassen. In Slab City, da kommen Sie in eine Stadt, in der es keine Gesetze gibt, es gibt keine Polizei, es gibt keine Justiz. Das ist praktisch ein rechtsfreier Raum. Es ist alles erlaubt, außer es stört jemand anderen. Und wenn es jemand anderen stört, dann wird er Ihnen das zu verstehen geben. So gesehen, Welcome ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Meet Robie Hunter, die strahlende Frau hier, die Slabberin ist, man sagt Slabber zu den Slab City Bewohnern, schon seit einigen Jahren. Und die steht jetzt hier vor dem Eingang zu ihrem Wohnzimmer. Ich sage dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber ich werde Ihnen jetzt erstmal kurz eine Passage vorlesen, wie wir sie damals aufgeschrieben haben. Ich werde das bei den Utopien immer wieder machen, so eine ganz kurze, dass Sie so einen Eindruck kriegen,
was sagen die Leute selber? Und dann erzähle ich Ihnen noch alles, was Sie sonst so wissen möchten, bevor Sie natürlich mir gleich sämtliche Fragen stellen können, die Ihnen zu Slab City oder zu irgendeiner der anderen Disziplinen noch auf dem Herzen liegen. Also, Robie Hunter. Das war die erste Frau, die meine Kollegin dort getroffen hat. Und sie schrieb, wo jetzt Robies Wohnwagen stehen, war vor 60 Jahren die Kantine, also der Armee. Die Grenzen ihres Stellplatzes hat die ehemalige Angestellte einer Fluggesellschaft mit Autoreifen und bunten Flaschen markiert. Offizielle Beschilderungen und Bauvorschriften gibt es auf diesem Campingplatz genauso wenig wie Platzordnung, Strom, Wasser, Kanalisation oder Müllabfuhr. Dafür kümmert sich auch niemand um Miete oder Bauvorschriften. Hier gibt es nur eine Regel, du kannst machen, was du willst, solange du deinen Nachbarn nicht auf die Nerven gehst, sagt Robie. Tatsächlich gibt es nirgendwo in den USA so viele Freiheiten wie an diesem vom Rest der Welt vergessenen Wüstenflecken. Die Camper können ihren Flecken Freiheit nicht nur ausbauen und gestalten, wie sie wollen, es kümmert sich im Gegensatz zum Rest von Amerika auch niemand darum, was sie wo und wann brauchen. Man könnte sich anders als in den meisten US-Bundesstaaten jederzeit unter freiem Himmel betrinken, selbst gefangene Klapperschlangen mit dem Lagerfeuer grillen, nackt und ohne Helm Fahrrad fahren. Doch all das ist schon gemacht worden, kann ich Ihnen versichern. Würde ein Politiker hier verbieten, aus Riesenbechern Cola zu trinken, hätte er keine Wähler, ganz abgesehen davon natürlich, dass es in Slab City keine Politiker gibt. Niemand braucht sich irgendwo zu melden. Keiner fragt nach Kreditwürdigkeit, Ausweis, Einwanderungspapieren, Führerschein, Führungszeugnis. Doch die Freiheit hat ihren Preis. Übernehmen kann hier nur, wer sich an extreme Naturgewalten anpasst, exzentrische Nachbarn toleriert und sich selbstständig ohne die Annehmlichkeiten des Konsumalltags versorgen kann. Was heißt das für Robie Hunter, wie sie hier steht? Also sie hat einen gewissen Luxus. Und dem verdankt sie ihren Partner, der ist nämlich einer der wenigen in Slab City, der überhaupt einen festen Job hat. Der ist Elektriker und eigentlich ist er aber eher so eine Art Tüftler. Und tagsüber installiert er eben Sonnenkollektoren in der Wüste, teilweise für die Bewohner, die sich das leisten können, teilweise für die Regierung, teilweise für andere Leute in der Nähe. Und abends nimmt er sich dann alles das, was er kriegen kann, was irgendwie aus Metall besteht, und baut daraus dann zum Beispiel Stromwandler, Wasserfilter, Solarpaneele. Also wir befinden uns 4 Stunden südlich von Los Angeles und es gibt hier tatsächlich nichts. Und ich habe Ihnen eben gesagt, 45 Grad im Schatten, das ist ja fast so wie Köln, nur noch ein bisschen schlimmer. Und die Sonnenkollektoren, die Romy auf dem Dach hat, die reichen, dass sie am Tag entweder eine Stunde lang die Klimaanlage anmachen kann oder eine Stunde lang den Kühlschrank. Das ist eine schwierige Entscheidung, die wird jeden Tag neu getroffen. Ansonsten ist es so, ich habe ja schon gesagt, das hier ist das Wohnzimmer. Das ist gebaut worden, ich habe mir das aufgeschrieben, aus ausrangierten Telefonmasten, aus Autotüren, rostigem Wellblech, Sperrholzplatten, Fenstergittern, Plastikplanen und in der Mitte steht ein Tisch aus hüfthohen Holzkabelrollen. Und das ist ganz bewusst sehr luftig gehalten, weil kein Mensch im Sommer im Wohnwagen selber schläft, sondern man schläft dann eben in diesen Verhauen, die möglichst viel Luft durchlassen, weil sich das nachts zumindest ein kleines bisschen abkühlt, aber im Wohnwagen natürlich nicht, da staut sich die Hitze wahnsinnig. Und das heißt, dann lieber sowas haben, wo man dann eben aus dem, was man finden und organisieren konnte, sich ein Haus gebaut hat. Warum ist Robie Hunter hier? Das hat etwas gedauert, bis wir das erfahren haben. Das ist ja eigentlich auch kein Wunder an einem solchen Ort. Sie können sich vorstellen, wer geht denn eigentlich in die Wüste und schaut sich eben ein solches Leben, baut sich ein solches Leben auf? Natürlich Menschen, die aus irgendwelchen Gründen eben in den normalen Städten, in der Zivilisation, wie wir sie kennen, nicht leben wollen oder nicht leben können. Bei Robie war es so, dass sie nicht leben wollte. Die hat 2 Jahre vorher, bevor sie, wie wir sie da getroffen haben, gewohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Silicon Valley. Hatte einen guten Job. Das gilt für einige hier. Und wegen einer Verletzung am Arbeitsplatz hat sie den Job verloren. Sie hat geklagt.
Das Gericht hat bis heute nicht entschieden. Sie hat keine staatliche Hilfe bekommen. Und dazu kamen dann noch persönliche Verluste. Ihr Vater ist gestorben. Ein Jahr später nahm sich ihr Bruder das Leben. Und sie hatte das Gefühl, so sagt sie das, keinerlei Kontrolle über mein Leben zu haben. Meine Miete konnte jederzeit steigen, genauso wie der Preis von Strom und Wasser oder die Bankgebühr. Ich war allen ausgeliefert und dachte, das war's. Ich habe die Schnauze voll. Dann hat sie alles verkauft, was sie hatte, und ist wirklich mit einem Koffer hier in die Wüste gekommen und war alleine. Die einzige Unterstützung, die sie hatte, war eine Organisation, die heißt Loaners on Wheels. Damit ist auch schon gut beschrieben, was sie eigentlich machen. Und die helfen sich so ein bisschen untereinander. Aber das Interessante ist tatsächlich, Hilfe ist etwas, was es eben in Slab City auch nicht gibt. Und so romantisch das bisher vielleicht geklungen hat, in meinen Ohren zumindest, vielleicht ja auch in ihren, dass man mal sagt, ich breche aus, ich mache es jetzt selber, ich löse mich aus diesen Abhängigkeiten. Das bedeutet eben auch, dass sie vielleicht mal eine Konservendose kriegen oder ein bisschen Wasser, wenn sie neu angekommen sind. Aber ansonsten müssen sie sich selber kümmern. Und das wird tatsächlich auch erwartet. Was passiert, wenn sie krank werden? Wenn sie ins Krankenhaus müssen, wenn sie eine Verletzung haben? Und da sagt Robbie, also schwer zu sagen, ganz ehrlich, die meisten hier wollen überhaupt nicht zum Arzt. Die wollen auch erst recht nicht ins Krankenhaus. Die haben einfach Angst, wenn sie da hingehen, dann kommen sie da nie wieder raus. Das heißt, es ist hier eben ein Leben alleine und es ist eben auch ein Leben in hohem Risiko. Wie sieht das anderswo aus in Slab City? Das hier ist zum Beispiel ein schöner Blick in einem Viertel, das heißt East Jesus. Können Sie sich vorstellen, warum? Der Mann ist inzwischen leider gestorben vor einem guten Jahr. Es war ein Mann, der da wirklich 20 Jahre lang aus allem Material, was er gefunden hat, diese Kirche aufgebaut hat, die immer weiter wuchs, ständig in Bewegung war. Und quer gegenüber liegt ein Kulturzentrum, eine Künstlerkolonie. Und das ist vielleicht insofern nochmal interessant. Wir haben da getroffen einen Mann, der heißt Philip Cassidy, Bildhauer, Fotograf, Musiker. Jemand, der im Internet den schönen Spruch stehen hat, bevor du dich auf den Weg machst, überleg dir gut, warum du uns überhaupt belästigen willst. Diesen Jesus ist keine blöde Hippie-Kommune. Und dann steht da noch, Regel Nummer 0, geh uns nicht auf die Nerven. Auf Fragen, Antwort, siehe Regel Nummer 0. Also war ein super gutes Gefühl aufzutauchen. Aber tatsächlich, es war dann doch irgendwie war ganz nett. Und wir haben ihn gefragt, ob er denn glaubt, dass wir auf der Suche nach Utopia in Slab City eigentlich fündig geworden sind. Und Phil Cassidy ist eben auch jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren dort lebt, der tatsächlich eben auch hier an dieser Kirche mitbeteiligt war, aber auch an Projekten wie diesem hier, also an einem etwas anderen Haus beispielsweise, und da auch große Partys veranstaltet, riesige Skulpturen aufbaut, die dann manchmal auch vom Wind weggeweht werden. Also jemand, der sich wirklich verwirklicht in Slab City. Und trotzdem war das eine schwierige Frage für ihn. Also da haben wir gedacht, naja, komm, also wenn das nicht Utopia ist, was denn sonst? Und er sagt dann, naja, wir haben halt das Problem, da drüben auf der anderen Seite vom Camp, also da wo Nobi ist, da haben wir halt Leute, die sind eher zweifelhafte Charaktere. Ja, ich habe eben gesagt, keine Polizei, keine Justiz, keine Gesetze, das kann halt alles heißen. Ne? Da wird aus Slab City auch ganz schnell Sin City. Und da sagt Philip Cassidy, vor kurzem stand ein Wohnwagen in Flammen und es sah nicht nach einem Unfall aus. Menschenschmuggel, Waffenschmuggel, Meth Labs, Messerstechereien, das gibt es alles in Slab City. Und tatsächlich, es gibt eben niemanden, der auch nur versuchen würde, sie oder die Bewohner davor zu schützen. Also, eine Utopie, Anarchie, 45 Grad im Schatten, keine Gesetze, das Recht auf Selbstentfaltung höher als das geschriebene Gesetz, kann das klappen? Vielleicht. Also für die, die in Slab City, jetzt hätte ich mal Sin City gesagt, die in Slab City geblieben sind, klappt das offensichtlich schon. Die anderen sind dann eben gegangen. Doch.
Jetzt könnte man meinen, Utopien ist also was für Besserverdienende, für Leute, die vorher im Silicon Valley gelebt haben, die Geld gesammelt haben, Menschen auf der Nordhalbkugel, die sich jetzt mal verwirklichen. Und dass das nicht der Fall ist, das zeigt das nächste Beispiel und die nächste Utopie, die ich für Sie bereist habe. Und da war ich tatsächlich mehrfach. Wenn Sie das sich anschauen, wenn Sie schon mal in Afrika waren, dann sagen Sie vielleicht, gut, das sieht jetzt aus so wie eine durchschnittliche Armensiedlung im südlichen Afrika. Und tatsächlich, das ist hier in Namibia, wo wir uns befinden. Namibia ist 2,5 Mal so groß wie Deutschland, hat ungefähr so viele Einwohner wie Hamburg, knapp 2 Millionen. Und das Dorf, aus dem ich Ihnen jetzt erzählen will, das heißt Otjivero. Windhoek ist die Hauptstadt, die liegt noch auf dem Hochplateau. Und dann, wenn Sie Richtung Osten fahren, dann kommen Sie schon rein in die Wüste, in die Steppe. Es ist sehr schnell, sehr, sehr trocken. Da gibt es nicht viel, da gibt es vor allem sehr große Farmen. Und sie brauchen auch große Farmen, damit die Rinder überhaupt überleben können. Und in Otjivero hat aber niemand eine Farm. Otjivero ist eine Siedlung, vor der man uns gewarnt hat in Windhoek und wo man gesagt hat, das ist ein Dorf voller Krimineller, fahrt da bloß nicht hin. Also der Namibian, die größte Tageszeitung, hat regelmäßig über Otjivero berichtet. Eine Stadt, in der eben viele Tagelöhner, Farmarbeiter leben und die sind natürlich im Gegensatz zu den Farmbesitzern schwarz. Die Farmbesitzer sind bis heute überwiegend weiß. Und was Sie jetzt hier sehen, das ist ein Bild von Otjivero vor ein paar Jahren. Das hier sieht jetzt vielleicht auch aus wie ein Müllhalde oder ein Schrottplatz, aber in Wirklichkeit ist es ein Wirtschaftswunder. Und genau deshalb habe ich dieses Beispiel rausgesucht und auch deshalb ist es überhaupt eine Utopie. Wie kann das sein? Also schauen Sie nochmal genau hin, Wirtschaftswunder. Wie kann das sein? Der Mann, den ich gefragt habe, den sehen Sie hier. Das ist Johannes Gogosep. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Namibia mal eine deutsche Kolonie war, für eine kurze Zeit. Und eine der Sachen, die praktisch geblieben sind, das sind die Vornamen. Also Sie finden sehr viele Leute, die Nikolaus heißen oder eben Johannes oder Wilhelm. Und Johannes hier ist seines Zeichens arbeitsloser Farmarbeiter. Er ist Witwer, Vater von 3 Söhnen und einer viel zu früh verstorbenen Tochter. Und er hat lange auf Farmen in der Umgegend gearbeitet, bis er rausgeworfen wurde, weil es eine Kuttelei gab, an der er beteiligt war. Als er gearbeitet hat, was hat er verdient? Weniger als den Mindestlohn von 20 Euro Cent. Und so wie ihm geht es eben auch der großen Mehrheit der namibischen Bevölkerung. 2 Drittel der Menschen leben von 1 Euro am Tag oder weniger. Aber es gibt eben auch sehr reiche Leute in Namibia, vor allem alles, was irgendwie mit den riesigen Diamantenvorkommen zu tun hat, da steckt viel Geld drin und es gibt dann natürlich noch die internationalen Hilfsorganisationen, für die viele Leute arbeiten, ein paar Geschäftsleute, ein paar Banker und die Großpharma, die inzwischen ihr Geld eigentlich nicht mehr mit den Farmen, sondern mit den Touristen machen. Nirgends weltweit, wenn Sie sich die Vergleiche der Weltbank anschauen, nirgends auf der ganzen Welt ist die Schere zwischen Arm und Reich so groß wie in Namibia. Und das macht diese Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, eigentlich so besonders. Und ich gehe vielleicht einfach nochmal hier zurück, damit Sie einen Eindruck haben, das ist mitten im Dorfkern, und erzähle Ihnen nochmal den Anfang. Denn Johannes Gogosep war sich sicher, dass er Zeit seines Lebens arm bleiben würde. Bis zu dem Tag, als am Horizont eine große Staubwolke aufstieg und das Dorf Otjivero zuhielt. Eine halbe Stunde später quietschten die Bremsen eines Autokonvois und Gogoseps Leben veränderte sich für immer. Es war im Juli 2007 und Gogosep saß wie so oft unter seiner Akazie. Ich bin nur hingegangen, weil ich neugierig war. Mir passiert ja sonst nichts, erzählte mir auf dem Weg zur Bäckerei der Besten im ganzen Land, wie er stand. Schnell hatte sich außerdem das Gerücht verbreitet, dass auch Bischof Zephania Kameta im Konvoi war. Den wollte ich natürlich nicht verpassen. Also wenn Sie Zephania Kameta nicht kennen, dann sind Sie eindeutig kein Namibier. Das ist ein echter Volksheld, so eine Art Desmond Tutu in Namibia. Ein
ein Albino, der es schwer hatte aus ganz verschiedenen Gründen, auch wegen seines Albinismus, aber auch, weil er schon sehr früh in der Apartheid, Namibia war ja wie Südafrika ein Apartheidstaat, schon sehr früh gegen die Apartheid gekämpft hat und eben auch immer gegen die Armut. Und jetzt kam der nach Otjivero in eine Stadt, ich habe es Ihnen ja gesagt, vor der man eigentlich warnt in Windhoek. Und als sich die Dorfbewohner schließlich auf Gummireifen und alten Ölkanister niedergelassen hatten, dann griff Volksheld Kameta zu einem Mikrofon, das er aus Windhoek mitgebracht hat. Durch den kleinen Lautsprecher scheppert und pfeift seine Stimme, aber die Dorfbewohner verstehen trotzdem, was er zu sagen hat. Er will wieder kämpfen. Dieses Mal gegen einen besonders heimtückischen Gegner, gegen die Armut. Und er beschreibt seinen Plan. Bald soll jeder, der in Otjivero wohnt, im Monat 100 namibische Dollar erhalten. Tun muss er dafür nichts. Nur Rentner, die bereits eine staatliche Grundversorgung erhalten, so ungefähr in der Höhe, die bleiben außen vor. Ansonsten soll jeder das Geld bekommen, das Kameta Grundeinkommen nennt. Vom Säugling bis zum Familienvater, vom Bettler bis zum Millionär. Ich habe natürlich kein Wort geglaubt, sagt Gorgosep. Pfarrer verkünden ständig, dass Manna vom Himmel fällt. Das gehört zu ihrem Job. So, was ist dann passiert? Sie können sich schon vorstellen, gelogen hat der Kameta sondern tatsächlich war es so, dass an dem Tag noch die Leute registriert wurden in Otjivero, 930 Menschen, die an diesem Tag ganz unerwartet kamen, im Dorf waren. Und dann passierte nichts. Und dann waren die Menschen doch irgendwann überzeugt, dass das jetzt vielleicht doch irgendwie das Manna vom Himmel und so, vielleicht war das ja noch nicht ernst zu nehmen. Was haben die gemacht? Sie haben ein Komitee gegründet. Also es gab viele Zweifler im Dorf, die gesagt haben, ach was weiß ich, da waren schon so viele Politiker hier, vergesst es einfach, das wird nichts. Und dann haben sich aber Leute zusammengetan, unter anderem eben unser Johannes, und hat gesagt, wir machen jetzt mal Druck. Und dann haben die angerufen, sie haben Briefe geschrieben, sie haben immer wieder nachgehakt und haben damit praktisch diese Utopie von dem Kameta zu ihrer eigenen gemacht. Und das fand ich eigentlich was sehr Bewegendes. Wir haben also nicht nur einfach gewartet, dass irgendwas passiert, sondern sie haben dafür gekämpft. Und eines Tages kam dann dieser Konvoi wieder. War ein gutes halbes Jahr vergangen. Und dann hat jeder eine Plastikkarte bekommen, so wie sie eine Bankkarte im Portemonnaie haben, mit Foto drauf. Und dann wurde von vier Leuten ein riesiges Gerät von einem Pickup geladen und mitten in den Staub gestellt. Und das war ein Geldautomat. Und den hatten die Leute vorher natürlich noch nicht gesehen. Und das, also an dem Tag muss heilloses Chaos gewesen sein im Dorf, egal wen Sie da fragen, alle erzählen das unterschiedlich, aber letztlich eine Sache erzählen alle gleich. Alle hatten natürlich Angst, dass da nicht so viel drin ist, ja, und dass das mit den Karten vielleicht auch gar nicht funktioniert und dass die sich nicht totgetrampelt haben, das lag letztlich an diesem Komitee, was vorher ja schon so ein bisschen, die haben dann dafür gesorgt, dass es rein gab und dann hat zum Schluss auch wirklich jeder sein Geld bekommen, alle waren glücklich. Und Sie kennen ja die Idee mit dem Grundeinkommen, also das soll eben dazu führen, dass Menschen nicht mehr jeden Tag sich vor allem eine Frage stellen müssen, wo kriege ich mein Essen her? Und an diesem Tag hatten die also 100 namibische Dollar pro Kopf in der Hand. Und was glauben Sie, ist an diesem Abend mit dem Geld passiert? Gibt es Ideen hier im Saal? Irgendeiner? Kneipe. Wenn Sie auch können. Habt ihr noch eine andere Vorstellung? Noch jetzt? Nee. Kneipe. Gut. Also Kneipe, so war es. Es gab 13 Kneipen. 13 Kneipen, Chibins heißen die in Namibia, gab es. Die haben das Geschäft ihres Lebens genannt. Einige Leute wurden festgenommen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Polizei fand das sowieso eine seltsame Idee, schließlich haben die ja nicht in diesem armen Dorf da gewohnt, die haben nichts gekriegt. Wieso kriegen denn die und nicht wir und so, also da wurde gleich mal reingegangen. Naja, dann war das Geld bei einigen weg und dann sind die halt zu den Nachbarn und haben gesagt, aber kannst du hier mal ein bisschen Geld gucken? Und dann haben die Nachbarn gesagt, du hast auch 100 Dollar betroffen, also du musst halt besser aufpassen. Und beim zweiten Mal hat sich das dann auf einmal schon geändert. Da wurde das Geld dann irgendwie nicht in den Kneipen versoffen. Ja, man hat die Bier getrunken, aber dann war auch gut.
Und die Geschäftsidee der Ersten, dass sie gesagt haben, ich mache Kneipe auf. Ja, das nennt man dann Strukturwandel. Da hat man dann wieder überlegt, vielleicht noch was anderes zu machen. Zum Beispiel Johannes hier, der HIV-positiv ist, hat eine Sache gemacht. Er konnte sich jetzt das Taxi, also das Buschtaxi leisten, ins nächste Dorf zu fahren, um seine Antiretrovirale zu holen und damit überhaupt zu überleben. Also für ihn war dieses Geld nicht etwa wichtig, erstmal um sich was aufzubauen, sondern überhaupt um weiterleben zu können. Und andere haben sich tatsächlich Existenzen aufgebaut, die Bäckerei, die ich eben genannt habe, es gibt alle möglichen Geschäfte, es war so, dass auf einmal ja auch Kapital vorhanden war, was ausgegeben wurde, zum Beispiel um die eigenen Hütten zu reparieren, um die Dächer sicher zu machen für die Regenzeit. Dafür mussten Leute dann Zement herstellen oder andere haben Ziegel gebrannt. Also auf einmal boomte eben das Geschäft und deswegen habe ich eben gesagt, hier sehen Sie ein Wirtschaftswunder. Das hier ist also eine Garage, eine Werkstatt, wo Autos repariert werden und der Besitzer fährt auch Taxi, nicht mit diesem Auto, keine Angst, fährt eben Leute auch nach dem Zahltag prinzipiell durch die Gegend. Und das hier ist beispielsweise Steven Algowab, einer der großen Zweifler, der gesagt hat, das wird alles nichts, der hat heute den größten Supermarkt des Dorfes. Und er sagt zum Beispiel auch, dass es so schön ist, dass alle Leute inzwischen kreditwürdig sind. Man kann jeden eben einfach anschreiben lassen, weil ja klar ist, er bekommt die 100 namibischen Dollar am Anfang des nächsten Monats. Und natürlich müssen die Leute aufpassen, dass sie sich nicht über Gebühr verschulden, aber an sich gibt es halt einfach keine absolute Not mehr. Die Leute sind aus diesem täglichen Existenzkampf tatsächlich draußen. Und Sie hatten ja letztes Mal einen Theologen zu Gast, trotzdem auch hier gab es zwei Theologen, die so ein bisschen mit da drin hingen, weil nämlich die evangelische Kirche in Namibia, die das Ganze unterstützt und finanziert hat vor allem, das war ein Pilotprojekt, die hatte ein Ehepaar, was das gemanagt hat und das kam aus dem Ruhrgebiet, die Harmans. Und die Harmans, das fand ich schon ganz interessant, die konnten diese Idee des Grundeinkommens auf zwei Weisen begründen. Also zum einen theologisch, die Speisung der 5000. Kennen Sie, Jesus hat 5 Brote und 2 Fische und das reicht für 1000 Leute. Und wenn die nicht alle auf einer super Diät waren, dann ist ja die Frage, wie hat das eigentlich funktioniert? Und da sagt Ihnen eben Dirk Hamann, es geht nicht darum, dass das jetzt magisch vervielfacht wurde, sondern darum, dass Jesus bedingungslos geteilt hat. Er hat nicht gefragt, bist du reich, bist du arm, bist du hungrig, bist du satt, sondern jeder hat etwas abgekriegt. Und dadurch entstand eine neue Gemeinschaft. Und das wiederum ist genau das Gleiche, was wir jetzt mit dem Grundeinkommen machen. Sondern die ökonomische Begründung, die liegt vielleicht einigen eben näher. Und die lautet, Hunger macht ökonomisch keinen Sinn. Wer hungert, kann wirtschaftlich nicht aktiv werden. Sie müssen sich von morgens bis abends fragen, wo kriege ich irgendwas zu essen für mich, für meine Kinder, für meine Frau, für meine Verwandten her. Und Sie können sich eben nicht überlegen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben. Und diese gesamten Unternehmen, die es hier gibt, die hätten sich nie gegründet, hätte es das Grundeinkommen nicht gegeben. Und noch etwas ist, was passiert, ist passiert, und das finde ich tatsächlich fast das Interessanteste. Als auf einmal die Leute Geld hatten, kam auch der Staat wieder in das Dorf zurück und hat zum Beispiel die Gesundheitsstation wieder eröffnet, sodass Johannes Gogosset heute gar nicht mehr in ein Nachbardorf fahren muss, um seine Antiretrovirals zu kriegen, sondern die kann er jetzt hier holen. Auf einmal gab es wieder eine Post. In der Schule waren auf einmal wieder Schüler, weil die Eltern das Schulgeld, das inoffizielle, zahlen konnten und damit die Lehrer auch wieder unterrichten konnten. Auf einmal hatten wir wieder eine ganz lebendige Dorfgemeinschaft, sagen ihnen die Leute. Und wenn man sich so die Rahmendaten anguckt, das wurde natürlich alles ganz genau registriert, dann sehen Sie, mangelernährte Kinder, 42% ein halbes Jahr vor Beginn, ein halbes Jahr nach Beginn, 10% mangelernährte Kinder. 42%, 10%, das ist ein ganz schöner Prozentsatz. Schulabbrecher, 40% in der Saison davor, 5% in der Saison danach. Und so weiter und so weiter. Bildung, Gesundheit, das stand immer ganz oben. Und wer krank war, der konnte eben jetzt auch hingehen und konnte zum Arzt gehen. Gut,
Die Frage, die sich jetzt stellt, funktioniert das alles nur deshalb, weil die evangelische Kirche im Rahmen dieses Pilotprojekts Geld jeden Monat vorbeibringt? Ist das letztlich eine Milchmädchenrechnung? Ja, diese 100 namibischen Dollar pro Kopf, gehen die da in den Kreislauf und irgendwie muss dann mal Geld nachkommen, damit das funktioniert. Und das Interessante ist, ja, selbstständig ist es noch nicht, also es könnte sich noch nicht selbst tragen nach den ökonomischen Berechnungen, aber das, was an Geld erwirtschaftet wird, liegt deutlich über dem, was von der Kirche reingesteckt wird. Das heißt, nach und nach entwickelt sich hier eine Wirtschaft, die weit hinausgeht über das, was direkt aus Leistungen besteht, die aus den 100 namibischen Dollar kommen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig gute Tendenz. Jetzt sollten eigentlich alle glücklich sein, sind sie aber nicht. Der Internationale Währungsfonds hat interveniert bei der namibischen Regierung, hat eine Studie vorgelegt, in der das Grundeinkommen als unbezahlbar bezeichnet wurde. Und der Dirk Hamann hat mir damals gesagt, der IWF hätte sogar zugegeben ihm gegenüber, dass man das künstlich hochgerechnet hätte, diesen Preis. Aber es sei halt so, man würde das prinzipiell ablehnen. Und so ist es auch in der namibischen Regierung. Man hat halt seit Generationen gepredigt, jeder muss für sein Brot hart arbeiten. Und deswegen ist dieses Grundeinkommen bis heute nicht komplett umgesetzt im Land. Die Regierung hat das abgelehnt, dieses Pilotprojekt auszuweiten. Es wurde zwischendurch auch mal unterbrochen. Finanziell, und das finde ich ist die andere interessante Sache, wäre das allerdings kein Problem. Man geht davon aus, ungefähr 3% des namibischen Bruttosozialprodukts wären nötig, um alle Namibier mit diesem Grundeinkommen auszustatten. Das hätte natürlich auch nochmal ganz andere Effekte, wenn da nicht ein Dorf alleine sozusagen eben versuchen muss, sein Wirtschaftswunder aufzubauen. Aber tatsächlich, im Moment sieht es nicht danach aus, dass das gemacht würde in Namibia. Und das hat vielleicht noch einen Grund, und dann verlasse ich diese Utopie, nämlich den, dass in diesem Dorf, wenn Sie mit den Leuten reden, ein ganz anderes Selbstbewusstsein herrscht, als Sie das sonst in Namibia kennenlernen. Die Leute haben das Gefühl, dass sie jetzt für etwas kämpfen können und auch für etwas kämpfen wollen. Sie wollen die Dinge selbst in die Hand nehmen und sie haben auch überlegt, ob sie nicht eine Partei gründen wollen, um das durchzusetzen. Und da können Sie sich vielleicht schon vorstellen, warum die Regierung das keine so großartige Idee findet, dass dieses Grundeinkommen die Leute womöglich auch kritischer macht. Das Grundeinkommen ist eine der wenigen utopischen Ideen, die es geschafft hat, vom Süden in den Norden zu kommen. Es wird ja im Moment in Deutschland auch darüber diskutiert, wenn auch sehr leise, als ein Gegenmodell zu Hartz IV. Und da, wo ich lebe, in der Schweiz, da hat man vor 2 Jahren abgestimmt, hat das Volk abgestimmt, wollen wir ein Grundeinkommen? Die Schweizer sind bei solchen Abstimmungen immer ein bisschen schwierig. Die mussten auch mal abstimmen, ob sie weniger arbeiten wollen, also kleinere Stundenwoche. Im Moment ist das eine 40-Stunden-Woche bei uns, wir wollten eine 37-Stunden-Woche, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. So auch bei der Frage des Grundeinkommens, 3/4 der Schweizer waren dagegen, aber die Schweizer sind dann doch auch speziell, die haben eben gesagt, naja, also 1/4 war dafür, also das ist viel mehr, als wir jemals gedacht haben. Und eine Stadt war sogar mehrheitlich dafür, das war die Stadt Zürich, und in der Stadt Zürich ist es so, dass der Gemeinderat jetzt zugestimmt hat, dass es ein Pilotprojekt geben wird für einige tausend Zürcher und die kriegen dann auch ein Grundeinkommen, das ist 2.500 Franken im Monat. Wundern Sie sich nicht über die Summe, ich gebe nachher noch ein Gut rum, also der Mindestlohn in der Schweiz liegt bei 4.000 Franken, da können Sie sich vorstellen, in welcher Dimension sich das bewegt, nämlich ungefähr bei den 100 namibischen Dollar. Es reicht also, Sie können damit nicht fürstlich leben. Aber es gibt ihnen die Chance zu überlegen, was sie wirklich machen wollen. Gut, jetzt schauen wir nochmal, Geld alleine macht ja nicht glücklich, geschweige denn utopisch, und deshalb gucken wir nochmal auf die Liebe und ins Umland von Berlin nach Bad Belzig. Und dort befindet sich diese Anlage hier, das ist das ZEC, das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Und Sie sehen das hier in dieser Luftaufnahme. Das ist eine alte NVA-Anlage, da wurden Spione ausgebildet und nach der Wende
wurde das umgebaut zu einem alternativen Lebens- und vor allem Liebesort. Also zu dem Zweck, da gehören nicht nur Veranstaltungen wie diese hier, das ist ein großes Sommercamp, wo die Leute unter anderem mit Yoga, mit verschiedenen Techniken, Meditation etc. betreiben, sondern es geht hier um freie Liebe. Und die findet zum Beispiel statt in diesen Häuschen hier, die überall auf dem Gelände verteilt sind. Diese Häuser bestehen aus einem Dach, zwei Matratzen und einer Tür. Und die sind dazu da, dass wenn sie spontan Lust verspüren, dass sie immer einen Ort haben. Und das klang interessant. Also bin ich mal hingefahren. Einer muss es ja. Und ich bin angekommen. Ich habe, also gerade aus diesem linksalternativen Spektrum, habe ich viele Leute vorher gewarnt. Ich mache das bloß nicht. Und dann kam ich da an, es war ein heißer Sommertag, und da gibt es ja so einen Löschtank. Ja, also das ist dann so der Swimmingpool dieses Zentrums. Und da lagen so ein paar Dutzend Männer und Frauen rum in Badehose und Bikini. Ich dachte so, okay, das hier scheint der Sündenpool zu sein. Dann bin ich ja immer mal im Z-Café gewesen und hatte vor mir so einen Typ stehen und gesagt, ich hätte gerne Latte Macchiato im Glas. Oder dann dachte ich, ja, Hippie, ab geht irgendwie alles ein bisschen anders. Ne? Also es war schon sehr etabliert. An dem Wochenende, als ich da war, da gab es verschiedene Seminare. Es gab die Tantriker, die ein Seminar hatten. Es gab eine feministische Aktionsgruppe, es gab einen Trommelworkshop. Kunst, Ökologie, gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, freie Liebe, das ist so das große Thema, mit dem das hier angefangen hat im ZEC, und ich mache inzwischen sehr, sehr viel mehr. Und ich habe dann ein Wochenende die Liebesschule besucht. Die Liebesschule gibt es, weil zitiere ich mal die Gründerin, die ist dazu da, um zu lernen, wie man liebt. In unserer Gesellschaft gibt es keine Orte, wo man Liebe lernen kann, weder die geistige noch die sinnlich-erotische oder die sexuelle Liebe. Und es war eine Gruppe von 30 Leuten, die Liebe kennenlernen wollten. Und die aber alle schon sehr viel Gepäck mitgebracht haben. Und das ist, glaube ich, das, wovon ich Ihnen heute noch oder jetzt noch erzählen möchte. Denn freie Liebe, das klingt ja erstmal, und wie gesagt, das ist das große Thema beim Sex, es klingt ja erstmal nach Freiheit, es klingt nach was Positivem. Also der mag keinen Sex, der mag keine Liebe. Aber schon die Vorstellungsrunde war eine Art intimstes Vorstellen von Details, die ich von vielen meiner Freunden nicht kenne. Und das hat mich schon fasziniert, weil die Leute sich extrem schnell, extrem geöffnet haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben Hans, ich habe den Namen verändert, der sagt, meine derzeitige Freundin hat einen Hauptfreund. Und dann außer mir noch einen weiteren Nebenfreund. Die Beziehung ist nämlich eine Polyamore. Das soll bedeuten, sie ist in alle drei gleichermaßen verliebt. Oder in den Hauptfreund ein bisschen mehr, so ganz genau weiß Hans das auch nicht. Ihre Beziehung, die Freundin lebt in der gleichen Stadt wie er, die anderen beiden weiter entfernt, läuft nach einem genauen Terminplan ab. Mein Problem ist, dass ich eifersüchtig bin, obwohl ich weiß, dass ich das nicht sein sollte, sagt er. Und meine Freundin möchte, dass ich ihre anderen Männer auch kennenlerne. Schließlich sind wir ja so etwas wie eine Familie. Auf der Rückfahrt wird Hans den Hauptfreund kennenlernen. Eine Begegnung, der er nicht gerade entgegenfiebert, verständlicherweise, wie ich finde. Aber bevor ich etwas sagen kann, mischt sich Anja, eine resolute und laute Zeckbewohnerin, ein. Für sie steht fest, das Erotische und Emotionale wird in der heutigen Gesellschaft unterdrückt. Nur wenn wir es befreien, können wir das ganze Potenzial nutzen, das in unserer sexuellen Kraft steckt. Eine wichtige, positive Kraft sei, das sagt Anja, um sie zu entfesseln, lohnt es sich unbedingt. Anja lebt in einer offenen Beziehung, die klassische Partnerschaft zu zweit sei überholt. Andere sehen das im Sex aber ganz anders. Da wird niemandem vorgeschrieben, wie er zu lieben hat. Manche lieben Polyamor, andere führen seit Jahren eine feste Beziehung. Es gibt monogame Paare, homosexuell, heterosexuell, andere sind Singles. Hans sieht immer noch nicht glücklich aus. Und das sah er auch am Ende dieses Tages und dieses Wochenendes noch nicht. Und es klingt jetzt lustiger und lächerlicher, als es ist. Und da kann ich Ihnen noch viele Beispiele sagen, also zum Beispiel auch von diesen Liebeshütten, das ist ja eine
eine süße Idee ist und die klingt ja auch so spontan, wenn man da so jemanden kennenlernt, das knistert so ein bisschen. Aber das Problem ist, dass am Wochenende sehr vieles knistert. Man hat ja auch nicht so viel Zeit, wenn man so viel arbeitet wie in diesem Zweck. Da wird sehr viel gearbeitet tatsächlich. Und da gab es dann dieses Gespräch, wo eine Freundin einer Bewohnerin vorbeikam und sagte, ich würde mich noch gerne länger mit dir unterhalten, aber ich muss jetzt mit meinem Freund in die Liebeshütte, er hat sie vorab reserviert. Und ich hatte dann die freie Liebe irgendwie freier. Und was ich an diesem Wochenende gelernt habe, und wir sprechen ja auch über das, was bei Utopien gut und verschwindet läuft. Es gibt wirklich Liebe, Sex, Schmerz und Leid, liegen sehr nah beieinander. Und es gab oder es gibt in diesem Zentrum, was historisch sozusagen eine Belastung hat, weil einer der Mitgründer mal bei Otto Mühl in einer Kommune gelebt hat, der 17 Jahre nachdem Dieter Duhm, so heißt dieser Mann, gegangen ist, also gar nicht mehr bei Mühl war. Da ist Mühl in Österreich verhaftet worden wegen Missbrauchs von Minderjährigen. Das ist eine schlimme Geschichte gewesen. Und offenbar ist ja auch im Alter durchgedreht, der Mühl, und hatte auch da so diktatorische Züge. Und der Duhm war halt 17 Jahre vorher dort, hat dann das Zeck mit aus der Taufe gehoben, hat da aber nie gelebt. Und trotzdem ist es so, dass die Tatsache, dass da bis heute eine Form, die sich Forum nennt, so eine Diskussionsform praktiziert wird, die Mühl erfunden hat, dass das dazu führt, dass viele dort auch hinkommen, die ein Problem mitbringen oder die ein Problem lösen wollen. Und wir hatten, also es war ein Wochenende, was begonnen hat wie eine Klassenfahrt und wirklich sehr, also es haben sich alle sehr schnell geöffnet, das habe ich Ihnen ja eben gesagt. Und dann am letzten Tag ist das aus meiner Sicht komplett kollabiert. Da gab es eben ein solches Forum und da haben Teilnehmer in dieser Liebesschule erzählt, wie sie als Jugendliche missbraucht wurden vom ersten Freund, und dann hat die Frau ihn deshalb verlassen, dann hat er sich vor den Zug geworfen, seitdem traut sie sich nicht mehr irgendeinem Mann irgendwie Einhalt zu gebieten bei irgendwas. Also es sind eben nicht die Hippies, die sich hier in Bad Belzig treffen, sondern es sind viele, die schlimme Erfahrungen gemacht haben mit Liebe und mit Sexualität. Das hätte ich vorher nicht erwartet. Es gibt ein Zitat, was ich hier aufgeschrieben habe damals. Man fährt immer schneller und immer schneller, bis man aus der Spur bricht, und dann kommt man ins Zelt und wird wieder auf die Spur gesetzt und fährt langsamer als zuvor weiter. Also es war ein bewegendes Wochenende, aber es war auch ein lehrreiches Wochenende. Und es zeigt eben auch, was Utopien auch vermögen, nämlich vielleicht Menschen zu helfen, die in der Gesellschaft, wie sie sonst ist, keine Hilfe finden würden, jedenfalls nicht so einfach. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch Ausgelassenheit und Spaß und Freude und freie Liebe gibt, zumindest dann, wenn die Hütten nicht im Voraus ausgebucht sind. So, jetzt haben wir gesprochen über Anarchie, über Geld, über Liebe. Kann ich eigentlich aufhören? Kann es noch was geben? Ja. Kommen wir nochmal zum allerletzten, was es noch geben kann. Dieses Bild hier zeigt eine Utopie. Rough Tower. Auch wenn es nicht so aussieht. Denken Sie mal an Ihr Leben, vielleicht Ihr Leben nach dem Studium. Da gibt es dann einige Zwänge, denen Sie unterliegen, außer Sie ziehen nach Slash City. Steuern, Bundeswehr, Schulpflicht, Rentenkasse, viele, viele Anträge, Behörden und so weiter. Was also wäre utopischer als ein eigener Staat? Und das haben einige Utopisten tatsächlich gemacht. Der erste Staat, den ich Ihnen vorstellen will, der erste utopische Staat, das ist Sealand. Und wenn Sie sich fragen, Sealand, wie sieht das denn wohl aus? Also Sealand sieht so aus. Das hier ist der Staat Sealand. Und wenn Sie davon noch nicht gehört haben, dann schauen Sie jetzt genau hin. Das hier ist das Wappen, das Motto, E mare libertas, aus dem Meer die Freiheit. Und das ist die Fahne von Sealand, das Geld von Sealand, der Pass von Sealand. Also es ist ein vollkommen normaler Staat, so wie viele andere Staaten auch. Vielleicht mit einer Ausnahme. Es handelt sich um eine ausgediente
Art Bohrinsel. Gebohrt wurde da nie, sondern es war so, dass im Zweiten Weltkrieg die britische Armee ganz viele solcher Punkte in der Themsenmündung errichtet hat. Warum hat sie das getan? Damit man die deutschen Kampfflieger, die auf London zuhielten, schon aus der Themsenmündung heraus beschießen konnte. Und als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war, da konnte man eben mit diesen alten Forts nicht mehr viel anfangen. Was ist dann passiert? Da kamen die Piraten. Jetzt wissen Sie auch, warum ich am Anfang von Piraten geredet habe. Da kamen Piraten wie Paddy Roy Bates. Paddy Roy Bates ist wirklich im wahrsten Sinne Pirat gewesen, nämlich Radiopirat. In Großbritannien war das so, in den 60er Jahren gab es die BBC und dann gab es gute Musik. BBC, gute Musik, hatten nichts miteinander zu tun. Und die Leute, die gute Musik hören wollten im Radio, hatten nur eine Chance, sie mussten Piratensender eröffnen. Und da muss man sagen, also die Briten hatten einfach großartige Ideen. Und die hatten also zum Beispiel die Idee, Fischerboote zu chartern und Sendeanlagen da drauf zu stellen und dann vom Boot mit Plattenspielern Musik auszustrahlen bis nach London. War ein bisschen, hat das gerauscht und geknackt, aber es hat irgendwie funktioniert. Aber noch viel cooler war es natürlich, als jemand auf die Idee kam, hier auf einer dieser ausgedienten Forts eben ein Radio, ein Piratenradio aufzustellen. Und der Bates war also einer der Pioniere, der hat das zweimal gemacht und das zweite Mal eben genau hier auf den Rough Towers. Die lagen weit draußen im Meer, außerhalb der britischen Hoheitszone. Und die liegen auch heute noch außerhalb von britischen Hoheitsgewässern. Und genau deshalb sind die Sealander, beziehungsweise der Sohn des Staatsgründers, der ist heute auch schon 62, Michael Bates, der Meinung, dass sie hier eben nicht etwa ein Teil Großbritannien haben, sondern ein eigenes Staatsgebiet. Wo lebt Michael Bates? Nicht hier. Michael Bates lebt tatsächlich mit seinem Rottweiler und seinen beiden Söhnen in einem kleinen Dorf, 20 Minuten von Layonsea entfernt. Aber Layonsea hat einen Hafen und von da kann man also jederzeit auf sein Staatsgebiet fahren, wenn er möchte. Es gab schon zwei Putsche in diesem Staat, das will ich Ihnen auch nicht verschweigen. Da hat unter anderem ein Deutscher versucht, oder auch ein erfolgreiches geschafft, mit einem Hubschrauber hier drauf zu kommen, hat dann den Staatsgründer eingesperrt und nach 4 Tagen in die Niederlanden ausgesetzt. Also da ist schon viel passiert. Was will man mit einem solchen Staat, werden Sie sich fragen. Es gab viele, viele Ideen, was man nicht alles damit machen könnte, sind irgendwie alle gescheitert. Es gab auch die Idee, ein Casino zu errichten, Tourismus. Sie können sich vorstellen, warum das alles nicht geklappt hat. Dann wollte man kurzzeitig mal Internetserver auf diese Insel stellen und hat das auch gemacht. Und nach drei Jahren ist auch das gescheitert. Und es lag vor allem an den Kosten, wenn Sie hier nämlich wirklich leben wollen, wenn Sie eine Mannschaft brauchen, die sich um diese Server kümmert, dann ist das einfach teurer als ein Serverpark irgendwo anders auf der Welt. Aber die Idee war damals, und die ist ja eigentlich schon wieder sehr aktuell, dass man Serverparks an einem Ort hat, wo es eben keine geheimen Dienste gibt, wo es keine polizeilichen Kontrollen gibt und wo letztlich im Internet all das möglich ist, was überhaupt denkbar wäre. Und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Idee. Michael Bates betreibt heute vor allem den Verkauf von Adelstiteln. Wenn Sie also Sealand unterstützen wollen, dann können Sie für wirklich 200 Pfund, das ist fast ein Geschenk, Gräfin oder Graf werden. Und ansonsten können Sie leider die Insel im Moment nicht besuchen, weil das zu gefährlich wäre. Womöglich würde es dann doch wieder einen Putsch geben. Und das möchte man gerne vermeiden. Gut, ist das ein Spinner, der Typ? Er ist zumindest nicht der einzige Spinner, wenn er es ist. Es gibt hier noch einen Staat, der ist vielleicht noch etwas skurriler. Das hier ist Liberland. Liberland ist eine Insel in der Donau zwischen Kroatien und Tschechien. Und das Interessante an Liberland ist, dass diese Insel hier sich gebildet hat, nachdem die Grenzen festgelegt wurden. Das heißt, diese Insel ist tatsächlich, gehört weder zum Staatsgebiet von Kroatien noch zum Staatsgebiet von Tschechien. Und das wiederum hat sich der Gründer von Liberland, Vid Jedlička, zunutze gemacht und hat gesagt, pass mal gut auf, das hier ist jetzt unser neuer Staat. Und er hat unter anderem letztes Jahr eine große Architektenausschreibung gemacht,
wie der Libanon bebaut werden soll. Hier sehen Sie mal die Idee, ganz futuristisch, ein New Yorker Architektenbüro, was den Wettbewerb gewonnen hat und was also eine Stadt errichten will, die auf dem Erdgeschoss besteht, aus Parks, die überflutet werden können. Weil natürlich so eine Insel mitten in der Donau, die wird zweimal im Jahr komplett überflutet. Aber auf den oberen Etagen könnten sie dann leben und dann gäbe es Fußgängerwege und es gäbe Fahrradwege und es wäre wahnsinnig viel möglich. Es gibt ein winziges Problem. Niemand erkennt diesen Staat an und die kroatische und die tschechische Polizei verhindern im Moment, dass die Libanonen ihr Staatsgebiet betreten können. Das ist natürlich skandalös aus Sicht von Herrn Jelička, der übrigens auch eine eigene Partei, eine libertäre Partei in Tschechien anführt und der eben vor allem einen Plan hat für sein Land, wenn er es eines Tages dann doch betreten kann, nämlich, dass es hier praktisch keine Gesetze geben soll. Nicht ganz so wie in Slab City, aber die Idee ist eben ein libertärer Staat. Der Staat soll sich raushalten aus Fragen zu Gesundheit, zu Bildung, sowas wie, wer darf heiraten. Da wird einfach gesagt, Leute, das geht dem Staat doch alles nichts an. Der Staat soll für Sicherheit sorgen und er muss irgendwie sicherstellen, dass das Staatsgebiet funktionsfähig ist, also Infrastruktur bereitstellen lassen von anderen. Und er darf aber sonst nichts tun. Er soll keine Steuern erheben. Und wie soll man sich dann um arme Leute kümmern, haben wir ihn gefragt. Naja, Solidarität. Wenn Reiche hier leben, dann wollen die doch sicher nicht, dass andere arm sind, dann werden sie freiwillig schon etwas abgeben. Der Mann ist tatsächlich sehr überzeugend. Sprechen Sie mal mit ihm, so sieht er aus. Und in seiner Hand, da hat er das größte Exportgut von Libanon, wenn alles nach seinem Plan verläuft, nämlich gutes Libanonner Bier. Und ich meine, da kann man natürlich ganz grundsätzlich nichts gegen sagen. Wie finanziert sich jetzt diese staatliche Initiative? Durch Crowdfunding. Und er hat einen Aufruf im Internet gestartet, schon vor einigen Jahren. Wer möchte denn eigentlich eine libanesische Staatsbürgerschaft und wäre bereit, seine dafür aufzugeben? Also so, wie das in Libertalia auch war. Was würden Sie schätzen? Wie viele Leute würden das gerne machen? 10, 20, 50? Was tippen Sie so? Keine Idee, eine halbe Million? Nah dran. Also so 300.000, 400.000 haben sich bereits verbindlich in Listen eintragen lassen. Und der Staatsgründer ist der Überzeugung, und das sagt er auch wirklich immer wieder, wir sind so viele, dass man uns und unsere Ideen nicht mehr aufhalten kann. Und damit sind wir jetzt eigentlich bei der Schlussfrage, nämlich der, haben wir also eigentlich freie Fahrt für Utopien? Das hier ist ein gescheiterter Titel für das Buch, was ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe. Muss man Utopia eigentlich einfach nur besetzen und muss man Kampfansagen aussprechen und bringt das eigentlich alles irgendwas? Und da möchte ich Ihnen abschließend nochmal auf einen Mann zurückkommen, der diese Frage vielleicht besser beantworten kann als ich. Ich weiß nicht, ob Sie diesen See kennen. Das ist Walden Pond. Walden Pond ist im Nordosten der USA, in der Nähe der Stadt Concord. Und da hat ein Mann eine Hütte gebaut, in der er fast ein Jahr lang gelebt hat, mit dem Ziel zu leben und nicht als zu leben. Es geht um diesen Mann hier, Henry David Thoreau. Und Henry David Thoreau war ein Utopist im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nämlich gesagt, ich kann mit meinem eigenen Beispiel die Welt verändern. Er hat zu einer Zeit gelebt, in der die US-Regierung noch die Sklaverei unterstützte. Und wenn Sie heute in Concord ins Heimatmuseum gehen, dann finden Sie unter anderem, was Sie da sehen können, das ist ein Schloss, ein schweres Tor, also ein Schloss aus einer Gittertür mit einem Schlüssel drin. Und dieses Schloss, das stammt aus der Gefängniszelle, in der Thoreau eine Nacht verbracht hat, weil er sich geweigert hat, Steuern zu zahlen. Warum hat er sich geweigert, Steuern zu zahlen? Weil er gesagt hat, dieser Staat, der unterstützt die Sklaverei, und ich, wenn ich Steuern zahle, unterstütze indirekt auch die Sklaverei. Das möchte ich nicht. Ich werde diesen Staat nicht unterstützen. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich die wenigen Cent Steuern, die er zahlen musste, zahle oder nicht. Gut, es war nicht ganz so konsequent. Seine Tante hat ihn am nächsten Morgen ausgelöst und hat die Steuern für ihn gezahlt. Aber das Prinzip zählte. Und Henry David Thoreau, der hat ein Buch geschrieben über den zivilen Ungehorsam, in dem unter anderem steht, wir pflegen so sehr den Respekt vor dem Gesetz, pflegen wir doch lieber den Respekt vor dem Recht. Vielleicht würde Thoreau heute in Slab City leben, ich weiß es nicht, oder in Libanon,
Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass man zu oft sagt zum Thema Utopien, ist ja schön und gut, aber machbar ist das nicht und ich habe irgendwie auch schon was vor heute Abend. Und das ist eben falsch, wenn man sich, also nicht, dass sie was vorhaben, aber falsch ist zu sagen, das bringt nichts, es bringt eben was. Weil tatsächlich vielleicht nicht die Tatsache, dass Thoreau seine paar Cent nicht gezahlt hat, einen Unterschied gemacht hat. Aber die Tatsache, dass er ins Gefängnis gegangen ist, dass das tatsächlich auch ein Thema wurde, dass sein Buch gelesen wurde, dass der zivile Ungehorsam sogar noch bei der Rassentrennung, beim Kampf gegen die Rassentrennung in den USA eine große Rolle gespielt hat und Thoreau für Martin Luther King ein wichtiges Vorbild, das hat einen Unterschied gemacht. Also, Utopien muss man machen. Machen bedeutet Wandel und nur wer Utopien wirklich wahr macht und wer sie verwirklicht, der ändert dann auch die Welt. Denken Sie an diesen berühmten Satz, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Die Revolution von morgen, die geht eben heute im Kleinen. Und wenn wir es nicht machen, dann werden sich die Mauerbauer durchsetzen und die Verfechter von den Dystopien. Das kann doch wirklich keiner wollen. Denken Sie mal darüber nach, welche Utopie es ist, die Sie gerne verwirklichen wollen. Das ist der erste Schritt. Und dann der zweite ist, sie zur Wirklichkeit zu machen. Damit verändern Sie die Welt. Und auch wenn es am Anfang vielleicht hoffnungslos aussieht, der Zauber des Anfangs wird Ihnen helfen, dass Sie vielleicht auch mit Ihrer eigenen Utopie vorankommen. So, wenn Sie noch mehr über Utopien erfahren wollen, das sind die beiden Bücher, aus denen ich Ihnen heute viele Beispiele zitiert habe. Jetzt halt erstmal vielen Dank und freue mich auf Ihre Fragen. Thank you.